Hallo, hier ist wieder Loretta Hickman. Hallo und herzlich willkommen, Ihr Mission Coach oder der Mission Coach, ein Mission Coach. Mission in Life, Mission, Lebensmission, der eigene unauswechselbare Beitrag, Bestimmung, Berufung, das, warum Sie hier sind oder warum ich hier bin. Und zwar ist es genau das, was wir eingeladen sind zu tun, wenn wir in unserem höchsten Potenzial laufen. Und in meinem Verständnis ist es etwas, es ist wie ein Code, der in ihre Seele eingebettet ist, eine Blaupause. Und die wünscht sich, ausgedrückt zu werden. Zuallererst in dem, wie sie sind. Also zuallererst wird sie sich, wenn sie es denn zulassen, bemerkbar machen durch Gefühle, durch Gedanken, das, was von innen aufsteigt. Und ich kann jedem Menschen nur wünschen, dass das, diese Stimme stärker ist als alle Konditionierungen, die sie, wie ich, wie jeder Mensch, den ich kennengelernt habe, von klein auf erlebt haben und angenommen haben für Überleben zunächst und dann für Zugehörigkeit. Ja. Wir haben ja die erstaunlichsten Dinge gelernt für Zugehörigkeit. Und das, was eigentlich unsere Natur ist, zum Großteil verlernt. Das ist so, das ist eine Conditio Humanae. Und ich stelle mir das manchmal, also ich benutze manchmal gerne so wie kindliche Bilder oder Geschichten. Und ich stelle mir manchmal so vor, dass wir vorher auf Wolke 7 tollkühn sitzen und sagen, ich weiß genau, was ich in diesem Leben sein werde und diese Ebene ist in so bedauerlicher Unordnung. Ich fühle mich so eingeladen und aufgerufen und da werde ich einen Unterschied machen und da gehe ich in Führung und da kann die Welt mit mir rechnen und die Herausforderung nehme ich auch noch und das will ich auch noch sein. Und dann gibt es so etwas wie, je nachdem, was ihr Konzept ist, ob es Gott ist oder Allah oder die Quelle oder der Geist des Lebens, ganz unabhängig davon, ob sie daran glauben oder nicht, dass ihr wiedergeboren werdet oder nicht. Ich benutze einfach diese Allegorie. Ja. In Absprache mit der Quelle legen wir dann fest, ungefähr so ganz grob, auf welche Weise wir möglicherweise dazu eingeladen bis genötigt werden, bestimmte Dinge zu entwickeln. Und suchen dann dementsprechend, dann gehen wir shoppen und suchen unsere Eltern aus. Und das Zuhause ist meistens ein Grundausbildungslager, ein Bootcamp, wo wir zum Teil genötigt sind oder gezwungen werden, Sachen zu entwickeln, in uns hervorzurufen, um es zu überleben oder um es zu schaffen. Also nicht alles ist schrecklich, sondern es ist einfach eine ganz spezielle Reise, die uns mit Herausforderungen konfrontiert. Ich habe nur das Gefühl, vorher sind wir so euphorisch, ja, und dann rutschen wir durch den Vorhang, vergessen alles, rutschen in die Splitter der Familienpsychologie und dann kommt der Moment, wo man sagt, oh mein Gott, was habe ich mir hier vorgenommen? Kann ich nochmal den Reiseleiter sprechen? Kann ich nochmal irgendwie, aber dann ist halt zu spät, dann läuft die Reise. Und dann beginnt einfach für jeden Menschen einmal diese grundsätzliche Entscheidung, dann später wieder und wieder und wieder. Das misst sich dann an diesen kleinen Kompromissen, die wir tagtäglich machen. Dann beginnt eben so ein 50% Leben oder ein 40-60% Leben. Das heißt, wir lernen uns über Materie zu definieren. Hast du was? Bist du was? Wir lernen uns über Status und Bildung und Anerkennung und Prestige und dergleichen mehr zu definieren und gewöhnen uns an, viele Dinge zu tun, um zu. Und je mehr Umzus es im Leben eines Menschen gibt, umso unerfüllter ist er. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Ich muss das machen, um den Kindern die Schule zu finanzieren, mein Auto abzubezahlen, mein Haus, meine Frau, mein Mann, gibt es ja auch. Und die Angst, sich zu verändern, wird ja nicht geringer. Und je länger ich auf einer Straße des Kompromisses laufe, umso schwieriger wird es umzukehren, weil unbewusst weiß ich, wenn ich auf eine Strecke von 10 Jahren Fremdbestimmtheit zurückgucke und springe jetzt endgültig in das Leben, was mich wirklich erfüllt, wird es nicht sehr angenehm sein, sich in den Spiegel zu gucken. Und da meine ganze Umgebung ja genauso tickt, also genauso diese Kompromisse macht, oder das macht man halt, oder eben um Geld zu verdienen, mache ich das eben. Aber Arbeitszeit ist Lebenszeit, hallo? Ich meine, die meisten Leute verbringen weitaus mehr Zeit bei der Arbeit als mit ihrer Familie oder ihrem Partner. Okay? Ja, also dann beginnt dieser Lebensweg und wir fangen an zu schrumpfen, anstatt den Mut zu haben, in diesem Hindernisparcours namens menschliches Leben, uns daran zu erinnern und zu üben, tagtäglich zu üben. Und es ist eine Übung, das hinzuzufügen, diesen wesentlichen Beitrag zu leisten, der in uns wohnt und der wir eigentlich, der ständig präsent ist, an den wir uns eigentlich nur erinnern müssten. Und das ist eben meine Liebe und meine Leidenschaft, das ein bisschen freizuschaufeln und freizustellen. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt eine Videoserie zu machen mit 12 guten Gründen für die eigene Mission oder 12 gute Gründe, warum es gut ist, die eigene Lebensmission zu kennen. Und das wäre jetzt die Einführung und Grund Nummer 1 folgt sogleich.